So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Minion Masters. Ich glaube, es ist Episode Nummer 128, aber so hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Wobei doch, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. 128 also. Ich habe seit dem letzten Mal ein bisschen weiter gespielt, allerdings nicht sehr viel. Ich habe nur gerade so diese Siegesserie, die wir am Ende der letzten Episode hatten, die habe ich noch so lange weitergespielt, wie es eben ging, bis ich einmal verloren habe, dann hatte ich keine Lust mehr. Und ja, also das hat gereicht, um zumindest nochmal einen Unterrang aufzusteigen auf Diamant 2. Mehr Zeit zum Weiterspielen hatte ich dann leider nicht mehr. Und das heißt, an dieser Stelle werden wir heute wieder einsetzen, aber vorher natürlich schauen wir nochmal, was wir gratis bekommen. Kleines bisschen Gold, besser als gar nichts. Aber wir haben schon wieder 13.000 angesammelt, da könnte ich auch mal wieder Macht-Tokens kaufen, aber das ist mir jetzt zu langweilig, die wieder alle aufzumachen. Deswegen spielen wir einfach mal drauf los. Am Deck hat sich nichts geändert soweit. Außer eben das, was wir in der letzten Episode geändert haben. Also ich habe ja diesen Giftzauber gegen den sehr viel teureren, mein Gott, wie heißt der? Ihr wisst schon, was ich meine. Diesen komischen Strahl, diesen UFO-Strahl, der da vom Himmel runterschießt. Ja, ihr wisst, dass ich nicht gut daran bin, mir Kartennamen zu merken. Und das gilt auch in diesem Fall. Aber die Karten, die ich in meinem eigenen Deck habe, merke ich mir normalerweise früher oder später schon mal. So einigermaßen zumindest. Ja, da ist er doch. Ich habe ihn jetzt noch nicht auf der Hand, aber gleich werden wir es rausfinden, wie er heißt. Strahl des Verdorbens, okay. Soll ich den gleich... Ah, ich hätte ihn gleich verwenden sollen. Ich hätte ihn gleich verwenden sollen, solange... Na, das ist blöd. Das ist jetzt eigentlich schon Blödsinn. Aber vielleicht... Nein, ich habe gehofft, der würde vielleicht nochmal... Ja. Ich habe gehofft, der Blitzschlag würde vielleicht nochmal bis in den Turm reingehen. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Da habe ich mich total verschätzt. Weil so total vielleicht auch wieder nicht, aber halt ein paar Schritte war die Einheit schon zu weit weg. Aber ich meine, das ist jetzt auch schon egal. Die Situation ist längst eine andere. Und keine gute, wirklich keine gute für uns hier. Ich hab ein bisschen den Anfang dieser Episode hier verschlafen, habe ich so das Gefühl. Ja, also mindestens mal den Anfang habe ich verschlafen. Ich meine, wir haben jetzt hier aufgeräumt, was diese Fernkampfeinheiten anging, aber das reicht jetzt halt nicht mehr. Wir sind praktisch tot. Also ich meine, da lässt sich jetzt nichts mehr dran rütteln. Wir können uns jetzt mit diesen 20 Lebenspunkten noch irgendwie halten für ein paar Sekunden, damit es nicht ganz so erbärmlich ist. Aber ich meine, ich habe auch wirklich den Anfang dieser Episode, dieser Runde verschlafen. Ich habe geredet und auf den Namen der Karte geschaut, aber nicht wirklich auf das Feld. Und das hat sich jetzt sehr, sehr schnell gerecht. Ich hätte auch gleich am Anfang diesen Zauber hier einsetzen sollen. So wie ich ihn jetzt hier eingesetzt habe. Das reicht jetzt alles noch so ein bisschen zur Ehrenrettung, wie gesagt. Na, ja, Mist, das war jetzt nicht gut. Aber mehr dann eben auch nicht. Ja, also unsere Ehre ist gerettet. Wir haben unserem Gegner fast die Hälfte der Lebenspunkte noch abgezogen. Das war jetzt schon sehr viel mehr, als man noch vor kurzem vielleicht gedacht hätte. Wir haben auch viel länger durchgehalten, als ich es eigentlich gedacht hätte. Aber ja, okay. Ja, früher oder später musste so ein Zauber kommen. Einfach durchkommen. Aber man sieht, wir hätten diese Runde eigentlich gewinnen können, weil nachdem wir diesen ersten Angriff mal abgeschlagen hatten, waren wir plötzlich sehr dominant auf dem Feld. Und wenn wir jetzt noch genügend Lebenspunkte gehabt hätten, um so ein paar Zauber durchzustehen, dann hätten wir doch mal einen Angriff starten können und dann hätten wir das Spiel vielleicht noch drehen können. Aber wir haben halt wirklich zu viel Schaden genommen in diesem einen Moment. Und da war ich halt wirklich, da hätte ich besser vorgehen müssen gegen diesen ganzen Angriff auf der unteren Brücke. Hätte viel früher dagegen vorgehen müssen. Das, da trage ich wirklich einen großen Teil der Schuld, glaube ich, dran. Da war ich zu zögerlich. So, schauen wir, dass das diesmal nicht mehr passiert. Da kommt jetzt was Unsichtbares. Ich weiß nicht genau, was. Ja, das ist natürlich mal Mist.
Ja. Doppelter Mist. Ja, und das war nicht gut platziert. Wobei, ja, ja. Ja, es geht so. Na, schade. Konnten wir leider nicht mehr retten. Ja, unser Inkubus wurde jetzt betäubt, aber sollten wir es trotzdem hier. Ja, nee, läuft leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Vor allem ist da jetzt der Shadow World, der wird unsere Drohnen gleich geholt haben. Ja. Diesmal verschlafe ich den Anfang des Kampfes zwar nicht, aber ich treffe keine besonders guten Entscheidungen hier. Ja gut. Ich meine, ganz so ein übler Angriff wie das vorhin wird das jetzt hier nicht. Okay. Ja gut, ich stelle trotzdem mal noch unsere Betäubungsulane hin. Wobei, die hätte ich mir jetzt vielleicht auch für was Wichtigeres aufheben sollen. Bin noch nicht so ganz drin heute, als den Anschein. Ja. Also der untere Betäubungsulan hat jetzt jedenfalls nicht sehr viel geholfen. Ich meine, ich könnte den mit diesem starken Zauber erwischen. Oder aber, wir warten jetzt einfach kurz ab, bis ich das hier habe. Ja, aber jetzt haben wir eigentlich auch schon wieder zu viel Schaden genommen. Vielleicht hätte ich da nicht drauf warten sollen. Das war vielleicht nicht das Günstigste. Und den habe ich jetzt... Ach, mein Gott, den habe ich ja auch völlig falsch gespielt. Schauen wir mal, ob die auf den... Ja, die sind relativ gut vorbereitet anscheinend auf den Albtraum. Allerdings habe ich den... Vorboten immerhin wegbekommen. Ja, aber den Typen da drüben bekomme ich nicht mehr weg. Und ich kann jetzt auch keine Priesterin spielen. Ja. Ist der noch irgendwie? Der ist auch noch irgendwie verstärkt, ja. Und wir dürfen schon wieder... Ah, sind schon wieder in einer Situation, in der wir eigentlich keinen Schaden nehmen dürfen. Und dann kommen wieder solche unsichtbaren Einheiten. Ja, also der Anfang ist wirklich nicht gut. Mhm. Nicht nur der Anfang ist nicht gut, auch die Fortsetzung ist nicht gut. Ah, Mist. Ja, aber jetzt haben wir doch ein bisschen Druck davon machen können. Ich schicke mal einen... Nein, einen Kettenblitz wollte ich da reinschicken. Ich weiß nicht, wieso das jetzt nicht am Anfang funktioniert hat. Aber doch, da könnten wir jetzt... Ja. Ja, das hat tatsächlich noch funktioniert. Puh, aber auch hier sind wir heftig unter Druck geraten. Also das ist nicht so gelaufen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, diese Runde. Glücklicherweise dann durch einen richtig starken Angriff, der mehr durch meinen Mitspieler als durch mich verursacht war, hat die Sache dann noch funktioniert. Ich hätte vielleicht auch in der einen Situation nicht auf den Albtraumprinzen warten sollen. Dadurch haben wir zu viel Schaden genommen, so wollte ich sagen. Dadurch haben wir zu viel Schaden genommen, weil ich eben warten musste, bis das Mana so weit aufgeladen ist. Und der Albtraumprinz hat dann im Endeffekt nicht wahnsinnig viel geholfen. Also... Den muss ich schon ein bisschen besser geplant ausspielen in Zukunft. Nicht einfach nur schauen, dass ich irgendwie mal, wenn ich gerade eine Chance habe, auf 10 Mana zu kommen, dann einfach den Albtraumprinz rauszuhauen. Das funktioniert so nicht. Zumal inzwischen die Leute halt auch relativ gut vorbereitet sind auf den Albtraumprinzen. War ja eigentlich klar, dass sie sich nach wenigen Wochen darauf einstellen werden. Ja gut, ich meine, wenn jetzt niemand was anderes spielt, dann spiele ich den Albtraumprinzen. Obwohl ich gerade genau das Gegenteil gesagt habe, aber ich meine, jetzt hatte ich halt wirklich 10 Mana und nichts wirklich Tolles anderes auf der Hand. Also was soll ich machen? Ja, schauen wir erstmal. Ja, nee, da braucht es mal noch ein bisschen mehr.
Ist gar nicht so schlecht, was wir hier haben. Allerdings, ja, da ist halt immer noch diese Betäubungseinheit hier dabei. Die müssen wir wegbekommen und ich habe nichts, um die wegzubekommen. Nee, der Albtraumprinz wird... Es hat nicht funktioniert. Der Heilzauber meines Mitspielers hat auch nicht funktioniert. Der kam zu spät. Das war schlechtes Timing, leider. Ich meine, ich habe meinen Albtraumprinzen überhaupt nicht gehalten. Also insofern will ich mich jetzt auch nicht beschweren oder so, aber wenn man den Heilzauber spielt, dann sollte er halt auch funktionieren. Aber andererseits auch hier mein Inkubus hätte besser funktionieren sollen, nachdem ich ihn gespielt habe. Ja, ich habe halt jetzt nichts mehr. Das ist diese eine Einheit. Diese eine Einheit hat uns quasi die ganze Runde ruiniert, weil wir die nicht wegbekommen haben. Der hat meinen Albtraumprinzen betäubt und fertig gemacht und hat dann hier noch diesen ganzen Angriff so stark unterstützt, dass wir da relativ wenig hinbekommen haben. Da hätte ich vielleicht mal diesen Zauber hier einsetzen müssen. Und jetzt sind wir schon wieder zum dritten Mal in dieser Situation, dass wir nur noch wenig Schaden nehmen dürfen. Diesmal noch weniger als in der letzten Runde. Nicht ganz so schlimm wie in der ersten Runde, aber das wird nichts. Das wird nichts. Diese Affen hier, die können wir nicht... Nee, das war's. Also das läuft ganz, ganz schlecht heute. Auch wenn wir die letzte Runde gewonnen haben, aber das läuft heute wirklich ganz, ganz mies. Wir geraten hier ständig von Anfang an unter Druck. Gut, es war natürlich auch ein bisschen blöd, dass ich gleich am Anfang da diesen Albtraumprinzen gespielt habe. Das ist nicht wirklich günstig. Aber niemand hatte was gespielt und ich konnte nicht auf irgendwas reagieren, was die anderen gespielt haben. Ich konnte keinen von meinen Zaubern spielen, von meinen Angriffszaubern, wenn ich keine gegnerischen Einheiten habe, die ich damit treffen kann. Ich hatte dann noch eine Priesterin, glaube ich, die nutzt alleine gar nichts und dann eben diesen Albtraumprinzen. Das, ja. Das hier, das ist jetzt natürlich schon sehr viel günstiger. Das ist ein bisschen blöd. Für das Hackeball. Aber das können wir nochmal retten. Schauen wir, dass wir die obere Brücke holen. Und dann kriegen wir diesmal vielleicht ein bisschen konzentrierteren Anfang hin. Vielleicht läuft es diesmal nicht ganz so furchtbar wie die letzten paar Male. Ich meine, immerhin haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Schaden angerichtet. Diesmal. Und unser Gegner noch nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung. Konnten ganz knapp unseren Vorboten retten. Das kann manchmal schon den Sieg bedeuten, wenn der Vorbote einfach nur lang genug überlebt. Allerdings jetzt wird er wahrscheinlich dann doch draufgehen. Ja. Trotzdem immerhin etwas. Ja, es ist nicht so gut. Vielleicht ist jetzt Albtraumprinz Zeit. Ja, also auf jeden Fall hat er schon mal diesen Arkan-Golem vernichtet. Das ist schon mal ein Gewinn. Ah, Mist, da drüben hatte ich vielleicht den Blitzzauber hinspielen sollen, nicht hier hin. Der Zauber geht ja völlig daneben. Was sollte denn das? Ja, so richtig viel hat der Albtraumprinz dann wieder nicht genutzt. Aber mein Gott. Jetzt einfach mal die Arkan-Golems hier geröstet. Jetzt müssen wir natürlich bei den Skeletten hier schauen. Die dürfen so nicht... So viele Skelette dürfen da eigentlich nicht auf einmal durchkommen. Das sollte so nicht sein. Oh Mist, da unten meiner Kahn-Golem, ja, okay, der ist hinüber. Das ist dann eben so. Wie sieht's jetzt aus? Wir sind schon wieder deutlich verletzter als unser Gegner. Und doch, ah, scheiße.
Na gut. Es geht noch. Es ist noch okay. Ja, doch, diese Runde hier könnten wir gewinnen. Nachdem ich den Koloss jetzt auch nochmal geheilt habe, das könnte schon funktionieren. Unser Gegner ist inzwischen recht heftig verwundet. Und das hier wird es nochmal schwieriger für ihn machen. Ja, und das war's dann auch. Okay, okay. 2 zu 2 ist die Bilanz bis jetzt. Aber die zwei Niederlagen, die wir hatten, waren halt wirklich richtig üble Niederlagen. Meine Zunge weigert sich, das überhaupt auszusprechen, aber es ist so. Da haben wir richtig, richtig schlecht gespielt. Und die zwei Siege waren im Vergleich dazu nicht so überragend. Also der letzte hier, der war jetzt schon... Im Endeffekt war er schon einigermaßen verdient. Wir haben ganz sauber angefangen, dann nachgelassen etwas und dann zum Schluss aber wieder die Oberhand gewonnen. Das war schon okay, aber jetzt kein überragender Sieg. Und wie gesagt, diese zwei Niederlagen, vor allem die Niederlage direkt davor, das war ja richtig eine richtig schwache Leistung. In der ersten Runde konnte ich mich noch damit rausreden, dass ich noch nicht geistig ganz da war, aber in der zweiten halt nicht mehr. Na, das war jetzt auch blöd von mir, aber ja, es ist halt mit dem Deck hier, habe ich halt oft einen Start, in dem ich starte ich halt oft mit fast nur Zaubern auf der Hand oder Zaubern und dann noch dem Albtraumprinzen oder so. Also ich habe halt drei Zauber, den Albtraumprinzen und die Priesterin und das sind eigentlich alles Karten, die ich nicht haben will am Anfang. Und das ist natürlich blöd. Wieso ist das jetzt hier schon wieder alles betäubt? Na toll. Okay. Mit dem wären wir jetzt fertig. Mit den zwei Skeletten hier. Das ist kein Problem. Ah, okay. Kettenblitz ist blöd, aber was soll man machen? Noch ein Kettenblitz. Jetzt schon ein bisschen übertrieben langsam, aber okay, dann können wir wenigstens mal die Priesterin gewinnbringend einsetzen. Dann hauen wir da jetzt auch mal einen Kettenblitz ran, auch wenn der jetzt nicht sehr viel trifft. Aber besser als gar nichts. Priesterin hält da drüben durch. Allerdings ist jetzt erstmal hier blockiert. Hier wird sich hoffentlich langsam nochmal... Ja, ja. Ah, Mist. Okay, das war's jetzt dann mit unserem Arkan-Golem. Aber wir haben ein bisschen Schaden angerichtet. Das war jetzt nicht so schlecht. Ja, also das sieht jetzt eigentlich schon ganz gut aus. Auch die Erfahrungspunkte sehen sogar sehr, sehr gut aus. Und jetzt müssen wir im Grunde nur schauen, dass wir... Ja, dass wir das hier sauber zu Ende spielen. Frage ist, sollen wir jetzt schon direkt auf den Turm gehen mit unseren Zaubern oder warten wir noch ein bisschen? Weil das hier ist schon noch eine brenzlige Situation hier mit dem Arkan-Golem und den zwei Priesterinnen hintereinander. Da sollten wir vielleicht jetzt diesen Zauber dafür aufheben. Ja. Genau für solche Situationen ist der gut. Und jetzt können wir dann unsere Zauber vielleicht auf den gegnerischen Turm. Naja, ja, so richtig gut klappt das dann doch noch nicht. Also wir müssen schon noch ein bisschen aufpassen. Wir dürfen nicht zu leichtsinnig werden. Okay, da können wir noch mal ein bisschen Unterstützung hinschicken. So, und jetzt schauen wir doch mal. Und der Kettenblitz da, der hat jetzt nicht so viel angerichtet bei uns. Jetzt können wir hier noch mal einen Zauber reinschicken, weil der sowohl die Einheit als auch den Turm trifft. Ja. Ja, gut. Noch mal einen Zauber rein. Ja, okay. Jetzt können wir dann wirklich mit den Zaubern direkt auf den Turm gehen. Jetzt ist es ja auch schon, ja. Hat sich sowieso erledigt. Das war jetzt eine gute Leistung insgesamt. Wir hatten das Spiel von Anfang an ziemlich im Griff. Unser Gegner hat schon nochmal so ein paar Angriffe versucht, aber wir haben uns da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Haben uns auch nicht hetzen lassen. Haben diese Angriffe recht routiniert zurückgeschlagen, beziehungsweise gestoppt. Gleich mit dem Zauber auf der Brücke.
Und dann war das kein Problem. Das haben wir sicher zu Ende gespielt. So will ich das sehen. Auch das war jetzt vielleicht kein so schneller Sieg und kein so glänzender Sieg wie die eine Niederlage umgekehrt vorhin. Aber das war zu keiner Zeit gefährdet, also damit bin ich sehr zufrieden. Es muss nicht unbedingt so wahnsinnig schnell gehen. Ich warte noch mal kurz, was so kommt. Okay. Meinetwegen, wenn er seine Feuerbälle auf unseren Turm spielen will, soll er das machen. Unser Mitspieler hat 10 Mana, das sollte irgendwas tun. Irgendwas. Ah, Mist, ich habe den Albtraumprinzen nicht mehr richtig erwischt damit. Das ist schade. Ich habe die Einheit, die dahinter stand, erwischt. Das ist besser als gar nichts. Und den Turm habe ich erwischt. Das ist auch besser als gar nichts. Aber das war, da habe ich mich ein bisschen verklickt. Gut, für den Albtraumprinzen brauchen wir im Grunde nur Flugeinheiten. Und vielleicht noch das hier. Ja, das passt schon. Ja, das ist kein Problem. Auch wenn jetzt nochmal geheilt worden ist, das ist alles gut. Oh, shit, da drüben. Ich habe meinen Arkan-Golem vergessen. Na gut, dann kann ich alles haben. Sollen wir die mal betäuben? Na, die hätte ich jetzt lieber betäubt. Okay. Jetzt ist sie halt geflohen, weil mein Mitspieler da einen Inkubus hingespielt hat. Dann hat die sich immer wieder weiter nach hinten teleportiert und das war jetzt eigentlich nicht günstig. Sie zuerst zu betäuben wäre sehr viel günstiger gewesen, aber ist jetzt halt so. Nehmen da oben mal wieder die Brücke an. Und dann bin ich ziemlich leer, was das Mana angeht. Ja, das ist Mist. Das ist Mist, das ist die Priesterin. Ja, die wurde jetzt erledigt. Schade. Der wird kein großes Problem für uns sein. Ja, einmal wird er leider noch zuschlagen. Schade. Aber trotzdem, das passt schon. Oh, Mist. Ja. Wir warten jetzt noch kurz ab, bis der Albtraumprinz ein bisschen näher dran ist, weil ich will nicht riskieren, dass die Drohnen dann... Ja, genau, dass dann irgendwie sowas passiert hier und die Drohnen dann gleich sterben. Schade, dass unser Vorbote nicht lange überlebt hat. Aber gut, den Albtraumprinzen haben wir einigermaßen. Ah, da kommt schon der nächste. Naja. Vielleicht sollten wir dann doch unseren auch irgendwann mal spielen. Zumal wir jetzt auch langsam jetzt doch schon ein bisschen Schaden genommen haben. Ja, der wird nicht lange durchhalten. Oh Mist, okay, wir spielen das hier. Ah Mist, der wurde nochmal geheilt, das ist Shit. Das ist Bullshit. Aber wir haben es noch geschafft, okay. Jetzt muss ja unserer geheilt werden, aber schnell. Oh Mist, ich kann im Moment nichts tun, ich kann nichts tun. Schade. Gut, wie machen wir das hier weiter? Ah, shit. Ich hatte schon wieder 10 Mana und hab's verpasst, das auszuspielen. Ich muss schneller spielen. Ich darf nicht so lang nachdenken. Wobei Nachdenken im Grunde schon eine gute Idee ist, aber nicht, wenn es zu lange dauert.
Ja, der wird bestimmt nochmal geheilt, dieser Albtraum von uns da drüben. Können wir den mit diesem Zauber hier einfach töten? Jetzt direkt? Mhm. Wir können. Ah, Mist. Ein Succubus. Ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Hoffentlich ist der Zauber hier einigermaßen gut platziert. Ja, nicht ganz perfekt geklappt, aber doch einigermaßen. Mist, der Arkangolem hat nicht durchgehalten. Aber vielleicht können wir jetzt ein bisschen Druck aufbauen hier. Das ist halt schon wieder der Nächste. Schon wieder der Nächste. Albtraumprinz. Na, nochmal geheilt. Lästig. Ah, jetzt wurde er oben gedreht, aber das war jetzt zu spät. Dann war er jetzt schon fast tot. Ah, und auch noch ein Shadow Whelp. Na gut, den haben wir wegbekommen. So, jetzt schauen wir mal, was hier unten so geht. Ah, jetzt muss ich wieder zweimal draufklicken auf das blöde Ding. Okay, wir haben so ein bisschen Schaden angerichtet. Bei unserem Gegner inzwischen. Wenn wir einmal einen richtig guten Angriff hätten, dann könnten wir da vielleicht wirklich mal was erreichen. Vielleicht können wir jetzt auch einfach mal... Naja. Ja, okay, das war jetzt blöd. Ich konnte nicht wissen, dass jetzt auf der anderen Seite sowas hier kommt. Da weiß ich jetzt gerade eben nicht, wie ich das hier erledigen soll. Wir haben Mana Frenzy, unser Gegner hat das nicht. Das sollten wir vielleicht ausspielen. Scheiße, scheiße, scheiße! Ah, okay, okay. Das funktioniert. Ich muss ständig zweimal auf die Karten klicken, damit ich sie irgendwie zu fassen bekomme. Das ist sehr, sehr lästig. Ja, wir sollten das jetzt eigentlich schaffen durch Mana Frenzy. Das müssen wir jetzt einfach ausnutzen. Hier vielleicht nochmal diesen Zauber reinhauen und dann war es das auch schon. Ja, okay. Gut, das haben wir jetzt gewonnen, aber wirklich nur dank Mana Frenzy. Ich meine, dass wir Mana Frenzy hatten, war immerhin unser Verdienst. Das will ich jetzt auch nicht schmälern, aber ist immer ein bisschen schade, wenn man auf Mana Frenzy angewiesen ist. Wobei, ich meine, früher mit Morellia war ich ständig auf Mana Frenzy angewiesen, da war es Teil meiner Taktik. Aber mit diesem Deck hier ist es eigentlich nicht Teil meiner Taktik, bis Mana Frenzy zu warten. Nichtsdestotrotz, wir haben eine Siegesserie. Wie viele Spiele haben wir jetzt insgesamt gewonnen? Wahrscheinlich nur 4, oder? Ich glaube, es müssten 4 sein. Und dann diese 2 furchtbaren Niederlagen. Naja, eine Niederlage, ein Sieg, eine Niederlage und dann diese Siegesserie jetzt. Masters, get ready. Masters, ja, aber von den 4 Siegen bislang war nur einer dabei, bei dem ich wirklich so richtig zufrieden war. Und vielleicht noch einer, mit dem ich so halbwegs zufrieden war. Das letzte Spiel jetzt, das war... Naja, ich meine, wir haben halt gewonnen. Insofern würde ich die Leistung als ausreichend bezeichnen, aber... Ja, gut, dann... Gerade nicht das Perfekte hier. Okay, dann machen wir es vielleicht so. Ach, schade. Gut, wir müssen irgendwie schauen, dass wir hier die Brücken einnehmen oder wenigstens eine Brücke. Sonst geht hier gar nichts. Okay. Damit müsste der Inkubus fertig werden. Damit wird er auch fertig. Ja, okay. Ach, Mist. Mist, 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 Mist. Komm schon, erschieß den verdammten... Ja, okay.
Wenigstens das. Ja, dass der hier stirbt, das war mir schon klar. Ich wollte bloß, dass das Schutzschild wegkommt, damit der Scharfschütze seine Arbeit tun kann. Ja, so richtig glücklich war der Zauber, ist glaube ich nicht gespielt. Leider habe ich jetzt auch nichts, um diesen Kerl hier aufzuhalten, aber der geht sowieso erstmal auf diesen Typen hier. Das ist also auch okay. Ich habe schon wieder nicht wirklich was, was ich jetzt in dieser Situation hier spielen könnte, außer eben das hier. Was ist vielleicht gar nicht mal das Schlechteste ist. Da können wir zur Verstärkung noch den hier reinholen, ja. Ja, das ist okay. Das macht jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Ah, okay, jetzt haben wir unseren Arcanen verloren. Das ist schade. Ja, der wird jetzt unseren auf einen Schlag töten. Das ist blöd. Ich meine, ich glaube, wir werden trotzdem fertig mit diesem... mit diesem Albtraumprinzen. Naja, jetzt sind sie wieder ängstlich geworden. Das ist Mist. Aber es passt schon. Er hat nicht viel Schaden angerichtet oder so. Das ist alles noch in Ordnung. Da kann ich jetzt nicht den Inkubus hinspielen. Jetzt könnte ich den Inkubus hinspielen, um hier die Brücke anzunehmen. Na, Mist. So, wie sieht's aus mit den Erfahrungspunkten? Mein Gott, wir sind weit hinten. Das ist ja wirklich nicht schön. Sollen wir nochmal diesen Typen hier spielen? Ich hatte halt gerade 10 Mana und wusste nichts mit mir anzufangen. Und habe eigentlich schon viel zu lange gezögert. Ich glaube, der war wahrscheinlich wieder nicht gut gespielt. Okay. Das Hindernis konnte ich aus dem Weg räumen, das war kein Problem. Frage ist, was machen wir jetzt da drüben? Ja, das war nicht die schlechteste Taktik. Ja, der Albtraumprinz hat wieder nicht wahnsinnig viel gebracht. Ich meine, er hat schon ein bisschen Schaden beim Gegner angerichtet, so ist es nicht. Aber so richtig viel Glück habe ich meistens nicht, wenn ich den ausspiele bislang. Jetzt haben wir hier schon wieder... ich muss irgendwas spielen halt. Ganz okay soweit. Da haben wir jetzt schon ordentlich Schaden angerichtet und das dürfte dann auch gleich zu Ende sein. Ja, das war's. Ja, das war eigentlich gar nicht mal so übel. Finde ich. Besser als die Runde davor auf jeden Fall. Das Einzige, was halt wirklich wieder schwach war, was ich wirklich wieder nicht gut gemacht habe, war das Ausspielen des Albtraumprinzen. Das muss besser funktionieren als so. Also, wenn ich da nicht mehr rausholen kann aus dieser Karte, dann bringt das nichts. Wobei ich schon dazu sagen muss, natürlich, ich glaube, ich habe es eigentlich auch schon dazu gesagt, der hat da oben schon einiges angerichtet, auch wenn er nicht durchgekommen ist bis zum gegnerischen Turm.
Aber dieser letzte Albtraumprinz, den ich gespielt habe, der hat schon einiges angerichtet und vor allem hat er halt auch viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen auf der oberen Brücke. Und hat es uns dann auf der unteren Brücke leichter gemacht. Trotzdem bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der dann wirklich sich gelohnt hat für 10 Mana. Und es sind ja nicht nur die 10 Mana. Das darf man nicht vergessen dabei, sondern man muss auch die ganze Zeit mit einem berechnen, die man ihn dann auf der Hand hat, diesen Albtraumprinzen. Und in der er dann einen Platz auf der Hand blockiert. Sodass man da die Karten nicht gut durchrotieren kann. Also, die hohen Kosten sind ja nicht der einzige Nachteil. Okay, ich nehme mal hier diese Brücke an. Ja, wir sollten halt auch noch irgendwie. Ah, Mist, okay. Da drüben ist jetzt eine Kanone, da muss ich jetzt erstmal drauf verzichten, auf diese Brücke da. Das können wir aber schon mal machen. Das ist eigentlich soweit ein ganz ordentlicher Beginn, würde ich sagen. Also, okay, das ist jetzt blöd für uns, aber. Sollten wir eigentlich auch noch hinbekommen. Ja. Ja, und dann sieht das doch ganz gut aus. Können wir uns auch noch auf diesen Zauber hier. Ja, nee, nee. Ja, das ist jetzt nicht ganz so toll. Da kann ich jetzt im Moment nichts dagegen machen. Ich kann nur. Ich muss irgendwas spielen. Jetzt kann ich hier was machen. Es ist leider ein bisschen zu spät schon. Nee. Der Heilzauber hat wieder nicht gepasst. Das war. Ja, ich bin froh, dass ich keinen Heilzauber mehr im Deck habe. Den habe ich ja jedes Mal falsch ausgespielt. Insofern kann ich das schon gut nachvollziehen. Und weiß, wie es meinem Mitspieler da geht. Aber trotzdem hat uns das jetzt natürlich zurückgeworfen, dass er da 4 Mana verschwendet hat. Für einen Heilzauber, für eine Einheit, die schon tot war. Ah, Mist. Die Priesterin ist immer noch am Leben. Können wir die mal töten? Können wir die mal töten? Na also, jetzt geht alles leichter. Schauen wir, dass wir den schnell wegmachen. Gut. Ah, okay. Das ist jetzt natürlich blöd gelaufen auf der unteren Brücke für uns. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir diesen Angriff hier zurückschlagen. Diesen doppelten Angriff. Ja. Okay, ich spiele jetzt doch mal wieder den großen hier. Hier die Priesterin dazu. Okay, die untere Brücke konnten wir leider nicht halten soweit, aber könnten wir uns immer noch zurückholen. Und oben haben wir jetzt einen relativ ordentlichen Angriff. Okay, Bara könnte uns den versauen. Bara wird uns den auch versauen. Aber vielleicht nicht total. Können wir Bara töten? Ja, wir können Bara töten. Dann hat sich die Sache eigentlich schon gelohnt. Jetzt wird der Albtraumprinz zwar auch gleich sterben, aber trotzdem, der hat sich jetzt schon gelohnt. Das war okay soweit. Da hat er davor schon sehr, sehr viel zur Verteidigung beigetragen. Ah, okay. Hätte den Inkubus gar nicht mehr spielen müssen, aber ist trotzdem nicht schlecht. Gut, nehmen wir die untere Brücke wieder ein. Unser Gegner ist schon bei unter 1000 Lebenspunkten. Ich glaube, wir können diesen Zauber hier schon mal direkt auf den gegnerischen Turm spielen. Gut, der hat noch Heilungsmöglichkeiten, so ist es nicht. Aber. Ah, Mist. Okay. Ja, das läuft soweit eigentlich alles recht gut.
Der Drache sogar verzieht sich erstmal, eingeschüchtert durch den Albtraumprinzen. Allerdings ist der Albtraumprinz jetzt hinüber. Gut, den Drachen müssen wir halt noch irgendwie wegbekommen. Das müssen wir schon noch schaffen. Ist immer ein bisschen ungünstig, ihn direkt auf dem gegnerischen Feld besiegen zu müssen. Das ist ungünstig. Das wäre jetzt besser gewesen, wir hätten ihn auf unser Feld kommen lassen können. Ja, er lebt jetzt eben noch. Das ist schlecht. Diese Wolke hier sollte ihm den Chaos machen. Ja. Das ist aber alles ein bisschen lang gedauert. Trotzdem, ich denke immer noch, dass wir das hier gewinnen werden. Ah, Mist. Der Zauber kam nicht durch. Ja, ja, und ich meine, es ist halt Moralia, die kann sich schon noch ein bisschen durch Lebensraub heilen. Okay, spielen wir da mal die Priesterin mit dazu. Ah, Mist, nicht gut gespielt, nicht gut gespielt, zu spät gespielt auch. Ah, shit. Ja, doch, hat noch funktioniert, der Kettenblitz. ...567 Lebenspunkte sind es noch, die unser Gegner da hat. Ja. Ja, ich will den Zauber jetzt eigentlich nur noch irgendwo hinspielen, wo ich dann wirklich möglichst Turm und Einheiten gleichzeitig erwischen kann. Also diesen starken Strahl des Verderbens. Wenn unser Gegner jetzt nochmal hier was direkt hin... Ja, nee, das ist jetzt auch nicht das, was wir da haben wollen. Ah, Mist, das ist eine Priesterin und... Ja, okay. Ich muss ihn doch hier hinspielen, weil das ist blöd. Das war ein zu starker Angriff. Das wollte ich jetzt nicht riskieren, dass da nochmal was passiert. Aber nein, der Zauber kommt wieder nicht durch. Spiele ich halt mal wieder den Albtraumprinzen dahin. Wir sind längst auf Mana Frenzy. Wir müssen es jetzt eigentlich mal. Doch, wir müssen jetzt einfach mal direkt auf den Turm gehen. Jetzt mit Mana Frenzy, da können die Zauber dann auch so schnell durchrotieren, dass wir es mit denen allein schaffen können. Wenn wir einfach schnell genug die billigen Einheiten ausspielen, dann haben wir früher oder später wieder die Zauber auf der Hand. Und das müsste jetzt ja eigentlich auch schon dann gleich reichen. Ja, das hat auch schon gereicht. Hätte ich vielleicht schon früher machen sollen. Aber gut, das ging jetzt auch so gut aus. Ich will immer ungern zu viel riskieren. Wenn man zu früh auf den Turm geht und dann sein Mana dafür verschwendet und dann keine Verteidigung mehr hat, ist es auch nicht so toll. Also jetzt läuft es doch eigentlich gar nicht mehr so schlecht, insgesamt muss ich sagen. Jetzt haben wir doch schon mindestens... Ich muss mal kurz nach der Zeit schauen, nicht dass ich wieder so die Zeit vergesse wie beim letzten Mal. Nee, knapp 44 Minuten erst, das ist noch okay. Also 5 Siege... Nee, Moment, 5 Siege am Stück hatten wir jetzt mindestens, 6 Siege insgesamt mindestens. Ich glaube, ja, ich glaube, so müsste es sein. Und dann eben diese 2 Niederlagen. Relativ früh in der Episode. Trotzdem, es ist jetzt nicht die schlechteste Episode. Bis hierher. Ah, shit. Nein, 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 ach, shit. Ich dachte, der wurde... Ah, zum Mist. Oh, scheiße. Ich habe extra ein bisschen weiter nach vorn gemacht, weil ich dachte, der fliegt noch weiter und dann hat er plötzlich angehalten. Oh, das war jetzt ganz großer Mist. Und jetzt wird er hier nochmal geheilt und... Oh, nein. Das ist jetzt... Genau das hätte nicht passieren dürfen. Und selbst jetzt haben wir ihn immer noch nicht getötet. Das ist ja unglaublich. Oh, mein Gott. Das war jetzt der übelste Beginn, den wir überhaupt noch hätten haben können. Und Stixi da unten lebt auch noch.
Ja, hoffen wir mal, dass wir das noch irgendwie hinbekommen. Aber das war jetzt ein ganz, ganz schlechter Anfang. Vor allem eben durch meinen verschwendeten Zauber hier. Das war blöd. Ich dachte, ich wollte es ganz perfekt machen und wollte versuchen, es irgendwie so zu setzen, dass ich die Betäubungsulane und den Vorboten mit reinbekomme und hatte dann am Ende nur einen einzigen Betäubungsulan mit drin. Ah, da habe ich auch nicht richtig getroffen. Nee. Ich meine, das könnte man... Ist das jetzt ein... Ja, das ist Mist. Und der ist gerade so außerhalb der Reichweite unseres Turms, das ist auch nicht gut. So, dieser Vorbote hier, den müssen wir jetzt erwischen. Und zwar zusammen mit dem Turm. Ja, und wir haben sogar noch den Betäubungs... Quatsch, den Arkan-Golem davor auch noch erwischt. Das ist perfekt gelaufen. Und das könnte uns jetzt wieder... Könnte jetzt wieder so ein bisschen den Fehler vom Anfang ausgleichen, wenn wir Glück haben. Aber wir haben schon immer noch ein hartes Stück Arbeit vor uns, wenn wir diese Runde hier noch gewinnen wollen. Ja, da oben können wir im Moment nichts tun, leider. Mist. Können wir den vielleicht mal vielleicht mal wegbekommen. Oh mein Gott. Ich muss mal wieder einen Schluck trinken, sonst... Okay, sieht schon wieder besser aus. Mhm. Ah nein, unser Albtraumprinz ist betäubt. Ich kann nichts machen, ich kann nichts machen. So ein Scheiß. Okay, diese Einheiten konnte ich wenigstens wegholen. Der kann noch ein bisschen diesen Vorboten schaden. Ja, das war ganz gut. Den Arkan-Golem da unten, den lassen wir erstmal durchlaufen. Ah, unser... Okay. Aber ich habe trotzdem 10 Mana, ich muss irgendwas spielen. Dann spielen wir hier zur Unterstützung noch den Arkan-Golem hin am besten. Und da können wir diesen Zauber auch einfach mal... Ah, Mist. Ja, wobei, dann setzen wir halt diesen Zauber dahin. Der richtet dann auch noch Schaden beim Turm an. Das ist gar nicht mal so übel. Und jetzt sind wir zumindest, was die... Was die Lebenspunkte angeht, deutlich im Vorteil. Und unser Gegner kann sich jetzt langsam nicht mehr sehr viel erlauben. Ich glaube sogar, dass das jetzt hier sein Tod sein dürfte. Geht der Kettenblitz dann noch in den Turm rein? Ja, er geht in den Turm rein. Und das war's dann auch gleich. Verbindung wurde getrennt. Nein. Ich habe das Spiel gewonnen, ihr habt's gesehen. Ihr betrügt mich jetzt nicht hier um meinen Sieg, oder? Nein. Ach nö. Da ist man einmal in so einer richtig schönen langen Siegesserie drin. Er stürzt gleich das ganze Spiel ab. Und es ist wie bei Minion Masters typisch, die Spiele stürzen hier irgendwie am Anfang ab oder so. Nein. Ja, ich weiß schon, meine Ergebnisse zählen jetzt plötzlich alle nichts mehr, ja, schon klar. Aber ich glaube, haben wir nicht trotzdem die Punkte bekommen? Ich weiß nicht, sind wir jetzt noch in der Siegesserie drin oder nicht?
Wir probieren es auf jeden Fall gleich mal aus. Ich muss nur erstmal schauen, ob die Aufnahme jetzt wieder funktioniert. Ja, okay. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, ob wir die Punkte bekommen haben. Ich will mich jetzt auch nicht im Voraus beschweren oder zu wissen, ob der Schaden wirklich so groß ist, wie ich gedacht habe. Aber auf jeden Fall ist es für Minion Masters typisch, die Spiele, die Verbindungsabbrüche und so weiter, die Serverprobleme, die hat man immer am Ende und immer dann, wenn man schon gewonnen hat, wenn es am ärgerlichsten ist. Ich weiß nicht, wieso Minion Masters immer genau dann, wenn es ins Abrechnen geht, wenn man eigentlich die Punkte für den Sieg bekommen sollte, immer dann Probleme hat. Nicht, wenn man ins Spiel reingeht, nicht in der Mitte vom Spiel, nein, immer am Ende. Ach, shit, und das reicht ja noch nicht mal. Nee, das war jetzt blöd gespielt. Wobei, ich hatte jetzt auch nicht viele Alternativen insofern. Ja, aber das ist schon, ja, das war nicht gut. Sollen wir den schon da hinstellen? Eigentlich ist der auch nicht wirklich gut. Aber irgendwie werden wir ihn wohl spielen müssen. Und das ist jetzt nicht die schlechteste Möglichkeit, den hier zu spielen. Können wir immerhin diese starke Einheit schon mal vernichten. Und dann spielen wir das hier noch hinten ran. Allerdings müssen wir jetzt halt schauen, was wir mit dem Koloss da oben machen. Auf den müssen wir uns jetzt konzentrieren. Auch wenn das bedeutet, dass wir hier vielleicht nicht optimal verteidigen können. Shit. Naja. Hoffentlich kann der Albtraumprinz... Nein, er kann es nicht schaffen, den zu töten, leider. Weil er betäubt war. Und das hat unser Gegner sehr, sehr geschickt gemacht. Der Koloss wird trotzdem nicht durchkommen, also sein Koloss. Ich meine, natürlich sein Koloss, wir haben ja keinen. Dieser Arkangulum hier ist weg. Der war keine Herausforderung. Und der andere hier wird jetzt auch kein großes Problem für uns sein. Dann schauen wir vielleicht, dass wir hier noch kurz betäuben. Ja. Dann schauen wir, dass wir die Brücken wieder gewinnen. Das wird nämlich Zeit. Oh nein! Oh mein Gott! Das war jetzt einfach nur Glück, was unser Gegner da hatte. Gut, wie sieht's mit den Erfahrungspunkten aus? Ah, wir sind gar nicht mal so weit hinten, wie ich dachte. Spielen wir den halt mal dahin. Na, hätten wir jetzt gar nicht unbedingt haben müssen. Da oben, was machen wir da oben? Ich meine, den habe ich halt jetzt gerade auf der Hand, deswegen spiele ich den auch. Auch wenn jetzt nicht die optimale Einheit ist gegen den hier, aber es geht schon so. Puh, was machen wir hier? Am besten warten wir, bis die beiden hier ungefähr auf der gleichen Höhe sind. Und jetzt? Ja, dann können wir auf jeden Fall schon mal den Arkangolem, den haben wir ganz gut erwischt. Das ist jetzt ungünstig für uns natürlich. Nach Mist. Ah nein, die Drohnen hätte ich weiter rüberspielen sollen. Ich habe vergessen, dass ich da ja auch noch diesen Typen hier erledigen muss. Ja, das ist jetzt ganz, ganz ungünstig. Da richtet viel zu viel Schaden an und ich habe nichts auf der Hand. Nichts auf der Hand, was ich dagegen tun könnte. Naja, jetzt sind wir sehr unter Druck. Spiele ich halt mal die Priesterin dahin. Damit sie gespielt ist. Ah, und auch das war jetzt wieder nicht perfekt platziert, leider. Okay, da spielen wir jetzt erstmal so ein paar von denen noch hin. Auf der unteren Brücke sieht es gar nicht gut aus für uns. Oh je, auf keiner Brücke sieht es wirklich gut aus für uns.
Nee, das geht verloren. Jo. Dann können wir jetzt auch nicht wirklich kontrollieren, ob wir vorher oder ob unsere Siegesserie noch anhält oder nicht, weil jetzt hält sie sowieso nicht mehr an. Aber gut, dann wissen wir wenigstens, also selbst wenn unsere Siegesserie jetzt ungerechtfertigt unterbrochen worden ist, durch diesen Verbindungsabbruch, es hat keinen wahnsinnig hohen Schaden angerichtet. Ich wüsste nur gar nicht, ob wir diese Punkte wenigstens doch bekommen haben für die letzte Runde. Ich schau mal kurz, wie sind wir jetzt zeitlich dran? Eigentlich reicht es jetzt auch schon, oder? Ach, was soll's, spielen wir noch eine Runde kurz. Eine Runde geht noch. Weil ich auch immer ungern mit einer Niederlage ende. Wobei, wenn wir jetzt die nächste Runde verlieren, dann enden wir mit zwei Niederlagen. Das ist noch schlimmer. Aber trotzdem, ich meine, egal wie es jetzt ausgeht, wir haben... Wie viele Spiele haben wir gewonnen? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube, es müssten eigentlich sogar 7 gewesen sein, oder? Wenn wir jetzt das eine mit dem Verbindungsabbruch am Ende mitzählen, müssten es doch sogar... Oder war das... Ich weiß es nicht mehr. Also 6 Spiele waren es mindestens. Ich glaube 7, 3 Niederlagen, das weiß ich noch. Es hätte schlimmer kommen können und wir sind ja auch einen Unterrang aufgestiegen. Es ist okay. Es ist okay. Was heute nicht gut funktioniert hat, das muss man wirklich sagen, ist der Albtraum. Der Albtraumprinz, der hat heute wirklich nicht so viel gebracht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich zu schlecht bin, dass ich den nicht gut ausspiele. Also ich bin auf jeden Fall nicht gut ausgespielt, aber ich weiß nicht, ob es nur daran liegt oder ob sich die Leute inzwischen auch einfach zu gut drauf eingestellt haben, dass der kommt. Ja, der Inkubus wird nicht mehr sehr lange durchhalten, leider. Immerhin, er konnte noch 2-mal zuschlagen. Das ist schon fast mehr, als ich erwartet hatte. Sieht jetzt nicht besonders gut aus hier für uns. Meine Stimme macht langsam schlapp. Vielleicht hätte ich doch die Aufnahme schon beenden sollen. Aber ich hatte noch Lust auf eine Runde. Ah, Mist. Da hätten wir jetzt nicht beide hinspielen müssen. Aber was soll's. Ist auch okay, dann ist uns... Ah, okay. Shit, ich hatte nicht mit einer Wolke gerechnet. Ich wollte gerade eben sagen, dann ist unser Arkan-Golem wenigstens geschützt, aber natürlich nicht, wenn da eine Wolke kommt. Ja, da kann ich jetzt eigentlich nicht wirklich was hinspielen. Außer vielleicht das hier. Ja. Schauen wir mal, dass hier diese Priesterin langsam wegkommt. Ich würde sie noch ein bisschen näher kommen lassen. Weil sie auch verstärkt ist. Und dann ist sie doch ein bisschen zu zäh, um sie so direkt im 1:1 anzugreifen. Ich meine, das hätte meine Arkan-Golem schon geschafft wahrscheinlich, aber muss ja auch nicht gleich total verletzt sein. Wie sieht es mit den Erfahrungspunkten aus? Ziemlich schlecht. Aha, und das hat jetzt auch nicht gut funktioniert mit der Priesterin hier. Nichtsdestotrotz sind wir zumindest bei den Lebenspunkten nicht hinten dran. Ja, gut, jetzt müssen wir schauen, wie wir hier verteidigen. Sieht jetzt im Moment gerade nicht so super toll aus. Ach shit, mein Arkan-Golem ist schon tot. Ich wollte den gerade noch unterstützen, aber das kam ja viel zu spät. Okay, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier den hier wegbekommen. Mein Gott, die Priesterin lebt noch. Na
Das wurde aber auch höchste Zeit. Jetzt sind wir wieder deutlich hinten dran. Bei den Lebenspunkten. Wow. Das ging jetzt aber schnell plötzlich. Ja gut, ich meine, der Turm war auch schon angeknackst. Der hatte ja nur noch gut die Hälfte seiner Lebenspunkte. Dann waren es doch ein paar Einheiten da. Und ein paar Zauber haben wir auch noch reingejagt und dann... Okay, dann haben wir das doch noch mit einem Sieg beendet, diese Episode. Und wie gesagt, also wir sind eine Stufe aufgestiegen, einen Unterrang aufgestiegen zumindest, von Diamant 2 auf Diamant 1. Und 12 Tage haben wir noch. 12 Tage haben wir noch. Und wir sind jetzt nicht weit von unserem Minimalziel entfernt, das ja immer der Meisterrang ist. Also dieses Minimalziel, das werden wir uns wohl nicht mehr nehmen lassen. Und dann können wir nochmal schauen. Hoffentlich habe ich nächste Woche nochmal ein bisschen mehr Zeit. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich hoffe es mal, dass wir dann noch ein bisschen mehr erreichen können. Und vielleicht auch auf dem Meisterrang noch ein bisschen, also vielleicht nicht unbedingt auf Meister 5 nur rumhängen, sondern nach oben hin auch noch ein paar Stufen machen. Ja gut, schauen wir mal. Dann bis zum nächsten Mal, euer Grimdor.